Herzlich willkommen zu einem neuen Lost Place Video. Heute zeige ich euch einen verlassenen Landgasthof. Das Video wird auch nicht allzu lange dauern. Es wird wahrscheinlich etwas kürzer werden. Ich muss ein bisschen leise sprechen, weil eben mich schon zwei Hunde hier total angekläfft haben. Also, los geht's. Kommt mit auf eine Reise in die Welt. Ist noch so eine Durchreiche, die mache ich jetzt aber mal lieber nicht auf. Das wollen wir mal nicht testen heute. Am besten so leise wie möglich. Ach, guck mal eine an. Da stehen die anderen beiden draußen. Die sehen mich gar nicht. Also hier ist der Eingangsbereich. Mal gucken hier. Aber cool. Also hier war wohl die Garderobe. Und an der Decke sind so noppenartige Platten angebracht. Was komisch ist halt auch, hier drinnen ist alles total vergittert. Ich weiß gar nicht. Hier wird wahrscheinlich irgendwie eine Toilette sein. Ach, das haben sie schon zugeschraubt. Schade. Aber kommst du nicht rein? Ja, habe ich auch gerade gesagt. Ey, Hauptsache, da kläffen erstmal haben wir die Hunde. Nee, erst waren die gar nicht da und jetzt auf einmal kläffen die da rum. Hä? Clubraum. Ach so. Keine Ahnung. Ich guck gleich mal. Ja, mache ich. Ach, hier ist noch ein Clubraum. Steht da oben dran. Ich glaube, ich habe auch schon ewig keiner mehr drin. Der Feuerlöscher ist von, ey, das, der geht sogar noch, 2021. Okay. Ich weiß gar nicht, kommt man hier rein? Nee, geht gar nicht auf. So, passt auf. Jetzt wird's mega. Hier der große Festsaal, den wir schon durch die Fenster so ein bisschen sehen konnten. Der ist natürlich das Highlight dieser Location. Ah, ja, cool. Ist ja noch richtig altbacken hier. Kann man ein bisschen Licht machen. Bisschen hochdrehen. Hier ist halt noch der Tresen. Hier oben mit den alten Lampen. Tresen ist natürlich auch nichts mehr wirklich drin, außer irgendwie so eine Papierrolle. Und hier so eine Bierteile. So, hier so eine Abtropfdinge. Ansonsten, ja, auch schon alles so ein bisschen zerstört hier. Keine Ahnung, was das hier ist. Hab ich noch nie gesehen, sowas. Idee-Café, na, guck mal hier. Hat schon einer ein bisschen was angezündet. Hier ist auch irgendwie ein Generator oder sowas. Eine Flaschenbürste. Ja. Das hier war der Tresen. Ein Bier steht hier noch. Das Bier hat irgendwie so ein Gesicht. Was ist denn das? St. Bernhard-Bräu. Und hier, guckt euch mal diese alten Türen hier an.
Das war bestimmt mal der Kühlschrank oder so, ne? Oder keine Ahnung. Der Kühlschrank, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Bar- und Bierdruckapparate. Schumann. Hier steht auch noch so ein bisschen was rum. Uraltes Teil. Hier sind noch die Sicherungskästen drin. Scheinwerfer, Bühne, Deckenbeleuchtung, Saal. Alles sowas halt. Gong. Es gab hier einen Gong. Aha. Auf jeden Fall unzählige Schalter und ein Medizinschränkchen. Da sind nur noch Sicherheitsnadeln drin. Okay. Das sieht hier auch so aus, als hätten die hier irgendwie so eine Sitzung gemacht oder so. Ja, das wäre dann der Blick von der Bühne. Hier ist auch eine Totenstille drin, ne? Total schön. So, hier ist die Treppe von der Bühne aus Metall. Und wenn man hier rumgeht, kommt man halt hier auch auf die Bühne nach hinten. Da kommt hier der Vorhang. Tada! Hier, das ist die Bühne. Die knarrende Bühne. Die knarrt echt schon sehr. Ja, was soll ich sagen? Ich gehe mal jetzt hier runter. Das war's dann auch schon. Dem kleinen, aber feinen Video. Ich werde jetzt gleich noch mal zur Garderobe gehen und ein paar Fotos machen. Und dann kann ich ja noch mal meinen Ausstieg filmen, falls ich es hinbekomme. Oh. Jetzt habe ich hier gerade irgendwas gehört. Muss ich erstmal wieder den Keller finden. Ach, hier. Das ist hier. Toilette mit Spinnenweben. Toilette existiert hier gar nicht mehr. Unten. Die waren echt extrem laut. Oh nein. Die Treppe ist auch sehr laut. Ah, hier. Da bin ich reingekommen. Da muss ich jetzt wieder raus. So.
schnell weg hier. Bevor die Hunde wieder kommen. Okay, tschüss, bis zum nächsten Mal.